Was geht ab, Leute? Ich begrüße euch ganz herzlich zu einem Triple Commentary mit dem Tankomat und dem Sebo. Hi. Sebo. Hallo. Hallo. Ja, unser Thema ist heute viereckige Quadrate und dreieckige Melonen. Wir reden über das Thema so gut wir können, da wir wissenschaftliche Forscher der Forschungsindustrie der wissenschaftlichen Forschung sind. Und ja, Flo, fang doch einfach mal an. Okay, also unser spezieller Gast heute ist der Sebo. Er ist ein Einhornwissenschaftler aus Westminster Abbey und könnt ihr gleich mal zu Anfang sich mal vorstellen. Hallo Leute, ich bin der Sebo und ich bin ja heute bei Pewapu und ich bin ein Spezialist, was Einhörner betrifft. Genau. Und ich möchte dazu noch sagen, dass Einhörner sehr freilebende Tiere sind. Daher müsste man sie näher untersuchen. Das machen wir heute. Stimmt, also Einhörner in Freilandhaltung sind besonders knusprig im Backofen. Also von daher, also ich würde sagen, dass Einhörner ohne Ketchup eigentlich viel, viel besser schmecken als mit. Ja, aber die Mayonnaise Schicht im Senf ist durchaus eine Gurke der Natur. das ist wohl wahr. Natürlich, natürlich. Aber wenn du schon das Thema Gurken ansprichst, ich war ja eine lange Zeit meines Lebens, ich bin ja immerhin schon 16 Jahre, ja. Und bis vor 15 Jahren habe ich in einer Gurkenindustrie gearbeitet und habe mir täglich Essiggurken in die Nase gesteckt. Also. Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Das war noch seinerzeit. Ja. Das war in damals, also. Ja, das sind alle Leute mit Gurken in der Nase rumgelaufen. Das war ja das Coolste überhaupt. Also ich verstehe komplett, warum man das gemacht hat. Aber ich fand es damals eigentlich noch cooler, die Gurken in Stücke zu brechen und dann in die Ohren zu stecken. Das war einfach. Naja, aber dann hat man nichts mehr gehört. Ja, und sonst hast du nichts gerochen. Wo ist der Unterschied? Ja, Gurken. Stimmt. Ja, wer mag den 24-Stunden-Geruch von Essiggurken nicht? Also. Aber du musst durchaus beachten, dass wenn MW3 auf der Fensterbank liegt, ist die Coca-Cola ein guter Appetitsverderber, der Rose mit Chips und Tortilla-Pom. Das hast du wirklich sehr schön gesagt, muss ich dir wirklich lassen. Also ich finde auch das Profilbild von Yannick Blackout, dieses schwarze Fragezeichen auf grauen Hintergrund, macht mich richtig geil. Also ich würde am liebsten dieses Profilbild ausdrucken und mir über meine Vagina kleben. Durchaus. Was sagst du dazu, Sebo? Ja, also ich bin genau Pankomat seiner Meinung. Außer natürlich, wenn man bedenkt, dass ein Fragezeichen sehr gut mit einem gewissen Grad an Selbstachtung der Voraussetzung des überbekanntlichen Grades der Gemeinschaft der Wissenschaft Übereinstimmung des großen Karottentums ergibt sich daraus, dass Gurken gut sind. Also ich finde schon, dass ein Fragezeichen nicht die besondere Absicht ist, sich auf die Vagina zu kleben. Also du willst jetzt damit sagen, Fragezeichen stehen im rechten Winkel zur Gurkenindustrie. Ja. Willst du das jetzt damit sagen? Willst du die Gurkenindustrie jetzt schlecht das machen? Das ist rassistisch. Nee, nicht. Ich habe nur was gegen Fragezeichen. Aber Fragezeichen sind so geil. Ihr wisst genau, dass die Fragezeichen eines Tages die Welt regieren werden, wenn sie die Rufzeichen und die Punkte abgeschafft haben. Ihr müsst aber aufpassen, jetzt kommen die Rufzeichen auch. Ja, aber die Armee der Rufzeichen ist wirklich auf ein Minimal geschrumpft, da die Fragezeichen so einfach sagen, das ganze Reich voll geschissen haben. Ja, aber wenn du einen Doppelpunkt nimmst und den Satz Pythagoras an ihm anwendest, kannst du durchaus den Erdmittelpunkt vom Kern der Kernforschungsindustrie also und der Quantenphysik herausfinden. Aber wenn du dann über den Marktplatz rennst, darfst du nicht schreien. Ja, das ist schon klar, das habe ich schon gewusst. Aber wenn du dann schreist, dann könnte natürlich auch passieren, dass Zeppelin-Forscher kommen und ein quadratisches Dreieck in deine Rosette pflanzen. Ja, aber wenn sie das machen, dann brauchen sie eine Genehmigung des Richters. Alex, eine Rosette hält da schon aus, das ist sehr gut. Ja, das ist kein Problem. Ich stehe auf Rosetten-Action. Ja, natürlich mit Vierecken und Quadraten. Ja, wenn die Kreise gerade nicht zur Verfügung stehen schon. Ja, das ist klar natürlich. Aber genug von der Mathematik, ja. Also ihr seht hier das Gameplay, ich pone übelst. Jetzt hau ich meine 15.000. Predator raus. Das ist doch die Zahl, die so aussieht wie ein Dreier, oder? Ach ja.
Aber genug von den vielen Karotten und Gemüsebeeten. Ich würde sagen, der Sprung ins Bett ist kein weiter Sprung entfernt vom 10-Meter-Turm im Freibad. Wenn ihr versteht, was ich meine. Ja, ich verstehe die Logik dahinter. Ja. Und ich würde diesen Satz gerne zu meinen Favoriten hinzuordnen, also. Aber leider fehlt mir die Genehmigung, da mir der Chef von Skype letztens einen geblasen hat und ich bin nicht gekommen, weil seine Brustwarzen so groß waren wie Tomatengulasch auf einem Sonntagnachmittag. Und oh, das halte ich von gar daher nicht aus. Ja. Aber Sonntagnachmittag im Allgemeinen finde ich eigentlich viel besser als Samstagvormittag, weil Sonntagnachmittag, da fühlt man sich so richtig wie ein Ladekabel, das in einer Antennenbuchse steckt. Ja. Aber das ist auch genau nur so, wenn du den Knüppel von dem Knüppel über den Knüppel ziehst, der den Knüppel knüppelt. Also meinst du mit dem Knüppel? Ja, den Knüppel. Knüppel. Das ergibt keinen Sinn. Bitte. Also Herr Doktor. Also Herr Doktor, ganz ruhig, okay? Bitte lassen Sie Ihre Hose an, Herr Doktor. Lassen Sie sie okay an. Mach den Gürtel wieder zu. Okay, danke. Also, gut, Herr Doktor. Wo ist Ihre Hand? Okay. Also, ich wünsche meinen Abonnenten hiermit auch frohe Ostern. Denn ich bin bis März, April beurlaubt in Sambukistan auf Expedition über die Haschischproduktion in armen Bauernvierteln und ich werde mich dort anständig einkaufen. Das Geschäft boomt und meine Gehirnzellen werden quasi, Sie wissen schon, absterben, man sage. Oder der Akzent jetzt herkam, das ist mir ein Schleier. Ja, der Akzent herkam durch die Luft reingeflogen. Und ich habe mit meinen behaarten Nasenflügeln anständig inhaliert und kam dann zu dem Entschluss, meinen Arsch nie mehr in der Öffentlichkeit zu zeigen. Ja, das habe ich im Internet gesehen, auf www.internet.com. Die Seite kenne ich, die sagt ziemlich scheiße. Man braucht für diese Seite nicht mal Internet, wusstet ihr das? Das ist aber eine schöne Seite. Mhm. Ich liebe die Seite. Ich liebe dich. Das ist schön. Unsere Abonnenten lieben uns hoffentlich auch und wenn sie... Lasst uns ein Weihnachtslied für unsere Abonnenten singen. Oh, Tannenbaum, ich hab oh, Tannenbaum, wir grüßen deine Blätter. Man könnte das auch Gameplay in einer Marihuana-Pflanze zu Ende. 200 zu 67 ist der Herrschafts-Endscore. Hier. Ich liebe euch. Schön, dass ihr viel Liebe herrscht zu Weihnachten. Ja, wartet, mein Endscore beträgt ein wunderschönes 35 zu 5. Danke fürs Zuhören. Happy Hanukkah, frohe Ostern und auf Wiedersehen. Ich bin Präsident von Arzt verschoben und